Hallo, heute kommt die versprochene Review zur L'Oréal Nude Magique Eau de Teint. Und ich habe das jetzt wirklich, seitdem ich es gekauft habe, jeden Tag verwendet. Deshalb kann ich jetzt so ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal zur Verpackung. Also es ist so ein kleines Glasfläschchen und Inhalt sind 20 Milliliter. Das ist so ein bisschen wenig im Gegensatz zu anderen normalen Foundations. Ja, da sind so circa 10 bis 20 Milliliter immer mehr drin. Ich habe hier die Farbnuance 150 Nude Beige. Den gibt es aber auch noch in heller und auch in dunkler. Da musst du dann mal selber swatchen gehen und schauen, welche Farbe dir passt. Wir legen erstmal los mit der Anwendung, denn die ist auch so ein bisschen anders, als wir es sonst gewohnt sind von Foundations. Wir müssen nämlich erstmal diese Fläschchen kräftig schütteln und dann schrauben wir das Deckelchen auf und dann sehen wir auch schon, ja, da gibt es weder einen Pumpspender noch so ein Stäbchen im Deckel drin, was es ja auch mal gibt, sondern es ist dann nur diese Öffnung hier. Und dann muss man eben seinen Finger, seinen Zeigefinger drauflegen und dann hier einmal umkippen und dann hat man die Soße hier am Zeigefinger. Und genau, ja, so wendet man das dann quasi an und schmiert sich das dann eben ins Gesicht. Dann nimmt man immer wieder nach und ja, dann kann man so ein bisschen schichten. Die Foundation ist wirklich sehr flüssig und ich muss zugeben, ich habe bis jetzt noch nicht mit so einer Konsistenz gearbeitet. Ja, ich weiß nicht, ob man damit wirklich mit Pinsel arbeiten kann, aber auch auf dem Pöttchen steht ja, dass man das mit den Fingern verteilen soll. Und das klappt wirklich sehr gut. Also ja, es gibt keine Schmierereien, es verschmilzt sehr schön mit der Haut. Und das Beste ist, dass man es sehr gut schichten kann. Also mir reicht eine Schicht ehrlich gesagt nicht. Ich gehe da nochmal gerne 2, 3, 4 Mal drüber, je nachdem, welche Stellen ich eben verdecken möchte. Und das klappt wirklich sehr gut. Also dann kriegt man eine ganz tolle Deckkraft hin. Obwohl hier ja drauf steht unsichtbare Deckkraft. Das hat mir erstmal suggeriert, dass es vielleicht ja, gar keine Deckkraft hat. Dass es eher wie eine Tagescreme ist. Aber so ist es nicht. Also sie hat wirklich eine sehr gute Deckkraft, wenn man sie schichtet. Es lässt trotzdem aber so ein bisschen Haut durchscheinen. Und das macht eben diesen Effekt, dass es aussieht wie Haut. Diese unsichtbare Deckkraft quasi. Also dass man das nicht sieht, dass man zu gepumpt ist mit irgendwas. Sondern es ist sehr leicht auf der Haut, sehr ebenmäßig und verschmilzt sehr schön, so dass es wirklich, ja, sehr natürlich aussieht. Ich bin sehr überrascht. Und obwohl das Produkt das jetzt nicht verspricht, habe ich ein mattes bis samtig mattes Finish. Also, ja, im Allgemeinen sehr mattes Finish. Das finde ich ganz toll. Und was ich hier jetzt gerade noch lese, Lichtschutzfaktor 18. Ja, da kann man nicht meckern. Das ist natürlich auch sehr gut. Dann zum Tragegefühl. Also hier steht auch drauf, kein Make-up-Gefühl. Und normalerweise kann man da ja leider nichts drauf geben, was da so drauf steht. Aber dieses Mal stimmt es tatsächlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Make-up drauf habe. Es ist nicht dieses reichhaltig fettige, dieses pumpige, pastige, sondern es ist tatsächlich, ja, wie meine Haut eben. So ein bisschen trockener. Und da muss ich sagen, hatte ich am Anfang so ein bisschen Angst, dass es vielleicht meine Haut austrocknen wird. Hat es aber nicht. Also meine Haut geht es sehr gut damit. Aber es gibt auch zwei Punkte, die mich etwas stören an dem Produkt. Und zwar ist das erste einmal der Geruch. Also es riecht etwas streng nach Alkohol, aber ich habe es trotzdem sehr gut vertragen mit meiner empfindlichen, trockenen Haut. Also da gab es, wie gesagt, keine Probleme. Und das zweite sind die 20 Milliliter. Also das ist natürlich schon wenig im Gegensatz zu normalen anderen Drogerie-Foundations, sage ich mal, in einem auch vielleicht niedrigeren Preissegment. Und so, wie ich das im Moment benutze mit diesen Schichten und Schichten, glaube ich natürlich nicht, dass es sehr lange halten wird. Also Ergiebigkeit ist eher gering. Trotzdem hoffe ich mal, dass es eine Saison lang durchhalten wird. Aber ja, ich werde dann halt nochmal berichten, vielleicht in einem Aufgebraucht-Video. Vielen Dank nochmal an alle, die mir das Produkt empfohlen haben. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder nicht darüber gestolpert. Und im Moment mag ich das wirklich von allen jetzt am liebsten. Ich weiß, irgendwie mag man immer das Allerneueste am liebsten. Aber so ist es halt im Moment bei mir. Unten werde ich einmal mein letztes Video verlinken. Das war der DM-Haul mit Kosmetik- und Pflegeprodukten. Und schreib mir mal gerne, wie du das Produkt findest, falls du es schon besitzt, ein bisschen Erfahrungsaustausch oder ob ich dich jetzt neugierig gemacht habe und ob du dir das jetzt holen wirst. Und dann hoffe ich natürlich, hat dir das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.